Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Dieses Mal dreht sich echt alles um das Thema Geocaching. Es ist eine Freizeitaktivität, die nicht jedem bekannt ist. Ja, auch ich habe sie erst vor circa einem Jahr kennengelernt. Und seitdem ist es fester Bestandteil meines Lebens. Also es ist ein Hobby, ja, wo man nicht nur an der frischen Luft ist, sondern es macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und im weiteren Verlauf werdet ihr sehen, was man alles so dafür braucht. Aber jetzt erstmal zurück zum Thema, was ist Geocachen eigentlich? Man kann sagen, das ist eine Art moderne Schnitzeljagd. Mit GPS-Daten wird man praktisch auf die Suche geschickt. Manchmal sind es Parkplatzkoordinaten oder gleich die erste Stage, aber die Koordinaten der ersten Stage sind immer angegeben. Es kommt aber auch darauf an, welcher Kategorie ein Cache zugeordnet ist. Die häufigsten sind einfach ein Traditional, ein Drive-In, ein Multi oder auch Offset genannt. Dann gibt es ein Mystery und ein Virtual, also Virtual. Bei Traditional, da ist einfach das Versteck bereits angegeben, beziehungsweise die GPS-Koordinaten dafür sind veröffentlicht. Es kann sein, dass die Suche dadurch erschwert wird. Durch zum Beispiel Bergsteigen oder Tauchen, aber es ist meistens angegeben. Multi, das sind einfach mehrere Stages. Das heißt, man fängt halt bei Stage 1 an, dann gibt es halt, weiß ich, 15, 20 Stages, bis man irgendwann mal zum Final kommt. Also das ist praktisch der Ort, wo der Cache wirklich liegt. Gibt es ein Mystery, da muss man meistens im Vorhinein Nachforschungen anstellen oder knifflige Rätsel lösen. Virtual, das ist einfach ein Cache ohne Logbuch, wo man einfach ein Foto machen kann. Also es ist einfach, ja, du siehst halt einen Ort, weil wegen ein besonderer Berg oder ein besonderer See, da fotografierst du dich einfach. Also für mich ist das zum Beispiel nichts. Ich brauche immer irgendwas, was ich wirklich suchen kann, wo ich es in der Hand habe. Ihr habt euch sicherlich schon die ganze Zeit über gefragt, wie ein Geocache eigentlich aussieht. Ganz einfach, er besteht aus einem wasserdichten Behälter, in dem ein Logbuch und ein Stift dazu liegen. Ins Logbuch könnt ihr euch mit eurem Nickname eintragen, den ihr euch zum Beispiel auf geocaching.com und auf opencaching.de gegeben habt. Damit könnt ihr euch eben eintragen oder ihr nehmt ganz normale Namen, ist ja egal. Auf jeden Fall könnt ihr einen kleinen Kommentar dazu schreiben, wie es euch gefallen hat, ob es schwer war, was man vielleicht verbessern könnte. Dazu gibt es meistens noch Sachen zum Traden, also zum Handeln. Es sind so Kleinigkeiten, die Sachen aus Ü-Eiern, die man eigentlich nicht reinlegen sollte. Aber es gibt ganz spaßige Sachen, die man sich einfach mitnehmen kann. Dafür lässt man halt ein bisschen was da. Es gibt auch noch Geocoins und kleine Travelbugs, aber dazu später mehr. Und jetzt kommen wir erstmal zur Ausrüstung. Wie sich viele denken können, ist es nicht ganz billig. Also es ist wie fast jedes andere Hobby auch mit Kosten verbunden. Aber wer erst einmal neugierig geworden ist und es ausprobiert hat, man wird schnell merken, dass man eigentlich das Geld gut investiert hat. Man bewegt sich eben meistens an der frischen Luft und es ist sogar mit Kids machbar. Also es gibt viele, die wirklich für Kinder geeignet sind und ich denke, das macht denen natürlich auch sehr viel Spaß. So, das hier ist mein Cache-Rucksack, den ich wirklich ausschließlich dafür benutze, weil er einfach super geeignet ist. Also da kannst du wirklich spontan losziehen und kannst sagen, hey, ich habe Bock auf Cachen, ich habe ein paar Sachen dabei, gehen wir sofort los. Wie gesagt, wichtig beim Geocachen ist dieses kleine Gerät hier. GPS-Gerät oder irgendein Gerät, was GPS-Koordinaten empfangen kann, es ist lebenswichtig. Aber wie gesagt, ich empfehle euch wirklich so eins zu nehmen, weil alles andere, ihr braucht manchmal Höhenmessungen, dann müsst ihr eingeben, ja, laufe 3 Kilometer, na gut, 3 Kilometer nicht, aber 1,3 Kilometer oder 300 Meter zum Beispiel nach 6 Grad und
gehe dann, keine Ahnung, per Höhenmesser 200 Meter bergauf. Kauft euch wirklich so eins, es ist es wert. Es hat 280 gekostet, das ist von meiner Schwester ein bisschen mehr. Es ist echt empfehlenswert. Es ist zwar viel Geld, aber ich meine, es gibt auch billigere, die fangen bei 70 Euro sowas an. Aber die würde ich euch echt nicht empfehlen. Also meine Schwester kommt weiter als ich mit meinem Gerät. Und ich denke, es ist schon begründet, warum es so viel kostet. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch mit dem Billigen probieren. Das könnt ihr dann irgendwann, keine Ahnung, verkaufen oder sonst was. Probiert es einfach mal. Also es macht echt Spaß. So, also GPS-Gerät, sehr wichtig. Am besten nehmt ihr noch ein kleines Notizbuch, wo ihr einfach Sachen aufschreibt wie Hinweise oder irgendwelche Rätsel, damit ihr nicht den ganzen Weg wieder zurückgehen müsst. Und naja, es reicht auch, wenn ihr ein Fotoapparat mitnehmt und einfach die Sachen fotografiert, dann müsst ihr das nicht alles abschreiben. Aber irgendwie sowas, dass ihr es wirklich aufschreiben könnt. Ansonsten viel Spaß beim Laufen. Ich möchte nicht 600, 700 Meter zurücklaufen. Dann das hier. Das war eine Cash-Dose. ja, da haben schon viele drüber geschmunzelt. Sind einfach Sachen zum Traden drin, wie eine Handysocke oder tolle Uwex-Gehörschutz-Dinger. Oder sonstige Sachen, oh, wie für einen Skilift zum Beispiel. Also es gibt ganz coole Sachen. Und für die ersten Finder gibt es meistens Urkunden oder ganz tolle Preise, die können sie einfach rausnehmen. Also es sind welche, die wirklich schön gemacht sind. Genau, das hier ist ein Travel Bug. Es sind einfach Items, die von Cache zu Cache reisen. Und jeder Travel Bug hat so seine eigene Aufgabe. Also hier sieht man es noch. Das ist ein Schulbug und seine Aufgabe ist einfach in die Nähe von möglichst vielen Stadien zu kommen. Hier muss ich auch bald wieder auf die Reise schicken. Und ganz wichtig ist dieses kleine Ding hier. Das zeichnet es aus. Kann man bei geocaching.com bestellen. Kann einen Anhänger mit irgendeiner Aufgabe dranhängen und dann kann man den auf die Reise schicken. Und Leute, die ihn gefunden haben, können praktisch da unten, es steht so ein kleiner Code, das sieht man jetzt leider nicht, aber mit dem kann man halt dann verfolgen, wohin er gegangen ist, beziehungsweise kann man ihn praktisch locken, dass man hat und dass man ihn dann irgendwo anders wieder weggegeben hat. Also man kann die ganze Reise von diesem kleinen Ding anhand von diesem Code sehen. Und das ist das, was es eigentlich so einzigartig macht. Also es versüßt es praktisch. Es ist so richtig. Und dann gibt es Geocoins, das ist praktisch das gleiche, das muss man auch angeben. Ja. Es sind so kleine Sachen, die es Cachen einfach schmackhafter machen. Ah ja, für einen Nachtcache ist es natürlich auch gut, wenn man natürlich eine super tolle Taschenlampe hat. Wie zum Beispiel eine Maglite. Ich benutze so eine riesengroße. Für kleinere Caches reicht auch so eine kleine Stirnlampe. Also super, da sind beide Hände frei, du kannst was aufschreiben, kannst sonst wie suchen. Es ist klasse, also ich mag Stirnlampen, aber man sollte sich wirklich eine gute kaufen. Ist zwar auch recht teuer, aber also eine einfache Taschenlampe tust du meistens auch. Es gibt aber auch Caches, da benötigt man MP3-Player, Laptops, UV-Lampen etc. Aber es ist alles angegeben und ich meine, wer keine Lust hat, dafür jetzt Geld auszugeben, es gibt genug andere Caches. Das könnt ihr mir glauben.